An ihrer Stirnseite steht ein offener Sarkophag. Es fand sich aber nie eine Pharaonenmumie. Der Zweck der Kammer ist noch ungeklärt. Über der Königskammer liegen in 5 Schichten übereinander extrem enge Kammern, deren Funktion umstritten ist. Als diese Räume im 19. Jahrhundert entdeckt wurden, hatte sie seither niemand mehr betreten. Die schwarzen Kritzeleien stammen aus der Zeit der Entdeckung. Wenn man genau hinsieht, findet man dazwischen alte ägyptische Schriftzeichen in roter Farbe. Zeichen der Pyramidenbaumeister. Darunter findet sich ein für die Wissenschaftler wichtiges Zeichen. Hier hat man den Namen von Cheops angebracht. Cheops, der Name eines der ältesten ägyptischen Pharaonen. Er lebte vor 4600 Jahren. Mit diesem Zeichen war bewiesen, dass die große Pyramide während seiner Regentschaft erbaut wurde. Außer dem tatsächlichen Datum der Konstruktion wurden aber keine weiteren Hinweise gefunden. Für wen und warum wurden die Pyramiden errichtet? Zahlreiche Theorien haben die Wissenschaftler darüber aufgestellt. Der antike griechische Geschichtsschreiber Herodot war der Erste, der über die Existenz der Pyramiden berichtete. Er reiste vor 2500 Jahren nach Ägypten und fasste zusammen, was er gehört hatte. Er glaubte, dass die Pyramide die Grabstätte des Pharao Cheops war und innerhalb von 20 Jahren durch 100.000 Sklaven errichtet wurde. Im Ägyptischen Museum in Kairo befindet sich eine winzige, nur wenige Zentimeter große Elfenbeinstatue, die einzige Darstellung von Cheops. Herodots Theorie wurde der Nachwelt überliefert. Um eine derartig riesige Pyramide zu erbauen, bräuchte man ein gewaltiges Arbeiterheer von Sklaven. Im Laufe der Jahrhunderte wurde diese Idee zur akzeptierten Theorie. Somit standen die Pyramiden symbolisch für eine Gesellschaft, die auf Sklaverei basierte. Inzwischen gibt es eine neue Theorie, die jene von Herodot ablöst. Ein Hinweis dazu kam durch die Entdeckung der Ruinen einer Arbeitersiedlung. Einen Kilometer entfernt, südlich der Cheops-Pyramide, entdeckte man Gräber der Menschen, die die Pyramide errichteten.
Man entdeckte die Ruinen rein zufällig. Im Jahr 1990 fiel ein amerikanischer Tourist vom Pferd, als dieses über einen Lehmziegelstein stolperte, der aus dem Sand ragte. Diesen Unfall meldete man sofort Dr. Zahi Hawass von der ägyptischen Altertümerverwaltung, eine bekannte Autorität seines Fachs und verantwortlich für Ausgrabungen und die Verwaltung der Pyramiden. Dr. Hawass überprüfte die Gegend sofort. Neben menschlichen Gebeinen fand man Werkzeuge, die bei der Konstruktion der Pyramide verwendet worden waren. Daraus schloss man, dass es sich um Gräber von Menschen handelt, die die Pyramide erbaut hatten. This is the new tombs that we found. Dies sind die neuen Gräber, die wir gefunden haben. Höchst interessant, denn solche Gräber hat man vorher, außer in Kubbet el-Hawa in Aswan, noch nie gesehen. Damit erfahren wir zum ersten Mal etwas über die einfachen Menschen, Ägypter, die die Pyramiden erbaut haben. Diese Entdeckung ist aus dem Grunde aufsehenerregend, weil jeder Knochen und jeder Stein etwas über die Pyramide verrät. Über 600 Gräber wurden in dem Arbeiterdorf gefunden. Auch heute noch werden menschliche Knochen an dieser Stelle ausgegraben. Insgesamt fand man im Arbeiterdorf Gebeine von 1000 Körpern. Waren diese Männer wirklich Sklaven, wie Herodot geglaubt hatte? Das Nationale Forschungszentrum in Kairo. Alle ausgegrabenen Knochen werden hier untersucht. Dr. Azza Sari El-Din ist die führende Anthropologin Ägyptens. Aus ihren Untersuchungen ließen sich viele neue Erkenntnisse gewinnen. Dies ist der Schädel eines 40-jährigen Mannes. Er hat zwei Löcher. Das größere Loch war die Folge einer Entzündung. Dr. Eldins Augenmerk richtete sich auf das kleinere. Diese Narbe könnte das Ergebnis eines chirurgischen Eingriffes sein. Die Löcher wurden in den Schädel gebohrt, um die Arbeit der Ärzte zu unterstützen. Durch den Zustand der Knochen kann man auf Krebszellen schließen. Man glaubt, dass eine Operation durchgeführt wurde, um den Krebs zu entfernen. Der Armknochen eines Mannes. Es ist zu sehen, dass der gebrochene Arm behandelt wurde. An der verdickten Stelle war der Knochen gebrochen gewesen. Röntgenaufnahmen zeigen, dass der gebrochene Knochen wieder vollständig zusammengewachsen war. Das ist das Ergebnis einer Fixierung des Knochens mit einer Schiene.